Oh, der englische Name, aber interessant. Ja, ich habe einen Drift. Ich bewege. Ich habe einen leichten Drift, weil Waluigi hat sich gerade nach links gelehnt, aber ich habe nichts gedrückt auf meinem Steuerkreuz. Ich muss das Spiel leider auf dem Wii U Gamepad spielen, welches komplett, ja, wie soll ich sagen, vergammelt ist. Ja, ich drücke nicht nach links. Ich drücke nicht nach links. Hör auf. Ich lenke nicht nach links. Hör auf, nach links zu lenken. So. Oh, wir haben gleich mal drei Pilze bekommen. Ah, hat mich gegen die Wand gerammt. Hey, fahr doch. Ich drücke den A-Knopf. Du sollst fahren. Mein Gamepad ist im Arsch. Hallo Leute und herzlich willkommen zur 5. Folge von Mario Kart DS. Das ist jetzt mein 3. Anlauf für die Folge, Leute, weil mein Wii U Gamepad ja nicht mehr richtig funktioniert. Meine Stimme auch nicht mehr, weil ich die ganze Zeit schon aufnehme, aber das alles nicht speichern kann. Ja, was ist das Problem, Leute? Ich drücke A und mein Charakter gibt nicht Gas. Ich lenke nicht, aber mein Charakter fährt nach links. Und ich springe nicht, aber mein Charakter springt. Das ist nicht gut. Wie soll ich dieses Let's Play spielen, wenn mein Wii U Gamepad nicht ordentlich funktioniert? Das Blöde ist halt, ich kann nur mit dem Wii U Gamepad spielen. Das Spiel lässt keinen anderen Controller zu und das ist blöd. Aber ich muss halt gucken, was ich machen kann, ne? So, der variable Zufallsgenerator hatte für heute Waluigi entschieden. Meine Live-Reaction könnt ihr jetzt leider nicht hören. Und die Karre, die wir fahren dürfen, ist der Trike. Was ich sogar besser finde. Der Trike sieht nicht nur geiler aus als der behinderte Schaufelbagger, sondern hat auch viel, viel bessere Stats, wie ich finde. Entweder durchschnittlich oder halt überdurchschnittlich. Und der Schaufelbagger, ja, Items ganz, ganz schlecht und der Rest überdurchschnittlich. Und hier sind die Items mega nice, deswegen freue ich mich, mit dem Trike zu fahren. Und wir fahren heute den Sterncup. Alle Strecken im Sterncup sind mega nice. Die Mario-Piste ist vielleicht ein bisschen lame, aber ansonsten ist der Cup richtig episch. Ich freue mich drauf. Und ja, das ist auch hier ziemlich episch. Die vier letzten Parts immer den gleichen Rang erreicht. B-Platz. Wenn wir jemals einen besseren Platz erreichen. Ich gebe mein Bestes, Leute, aber wenn sich das Video-Gamepad weigert, richtig zu funktionieren, dann wird das nix. Aber ja, wie gesagt, ich gebe mein Bestes. Und jetzt sind wir hier bei den DK Alpen. Wird das so geschrieben im Deutschen? DK Alpin? Das weiß ich gar nicht. Und ich sehe gerade, im letzten Part sind wir ja Wario mit dem Traktor gefahren. Und guckt mal, wer hier ist. Wario mit dem Traktor. Das ist echt ein bisschen scary. Dass immer die Charaktere mit der Kart-Kombination fahren, mit der wir letztens gefahren sind. Das ist ein bisschen gruselig. Wir haben einen Stern, das ist super. Dann kann ich gleich hier mal so abkürzen. Und den DK habe ich gleich mal mitgenommen. Und wisst ihr, was das Geilste an dieser Strecke ist? Hier oben auf dem Berg ist ein Item, also eine Itembox, und in dieser Itembox werdet ihr zu 100% entweder Pilze oder einen Stern bekommen. Deswegen finde ich diese Strecke so episch. Du kannst da als Erstplatzierter den Berg hochfahren und du wirst trotzdem entweder Pilze oder einen Stern kriegen. Und das ist so episch. Ich bin jetzt auf dem zweiten Platz, habe sogar noch drei grüne Panzer als Schutz und kann jederzeit noch meine drei Pilze zünden. Das werde ich aber auch gleich machen. Oh, mein Aim ist richtig Müll. Oh, der Rebound-Effekt. Vielleicht fährt Peach da ja noch rein. Ne, ich glaube nicht. Ich fahre da gleich rein. Na gut. Ich drücke jetzt meine Pilze rein, weil wenn jetzt jemand einen Blitz drückt, dann sind auch meine Pilze futsch. Das will ich ja nicht verschwenden. So, bisher funktioniert mein Gamepad zum Glück. Wie gesagt, das ist das dritte Mal, dass ich diese Strecke hier fahre, weil ich die anderen beiden, die anderen beiden Aufnahmen löschen musste, weil ich nicht fahren konnte. Wie gesagt, ich habe den A-Knopf gedrückt, Leute. Oh, shit. Genau in dem Moment, wo ich Stern gedrückt habe, hat Bowser den Blitz reingeballert. Geil, jetzt haben wir natürlich einen richtig epischen Vorsprung. Schön. Das ist doch gut. Ja, Leute, wie gesagt, das ist der dritte Versuch, wie ich diese Aufnahme mache. Ich habe A gedrückt und Waluigi ist nicht nach vorne gefahren. Ich habe nicht gelenkt und er ist nach links geballert die gesamte Zeit. Und ab und zu ist er mal von alleine gesprungen. Das Gamepad ist wirklich hin. Und ich frage mich, wie lange das Gamepad noch aushalten wird für dieses Let's Play. Da kommen noch sehr, sehr viele Folgen. Wir haben gerade mal mit dem Let's Play angefangen. So, ein Stern oder Pilze. Eigentlich ist mir beides recht. Drei Pilze, ja, sehr gut. Nehme ich gerne mit. Ich guck mal auf die Karte, wo wir sind. Ja, wir haben einen sehr schönen Vorsprung. Das sollte auf jeden Fall... das sollten wir auf jeden Fall nicht mehr verlieren. Selbst wenn jetzt noch ein Stachy kommt.
Selbst wenn jetzt noch zwei Stachis kommen sollten. Ich denke nicht, dass uns jetzt jemand noch überholen kann. Da kommt sogar tatsächlich einer. Und Luigi ist derjenige, der ihn geschmissen hat. Ha. Tja, Luigi. Dein Erzfeind ist Erster geworden und du nur Fünfter. Da musst du ein bisschen mehr ran. Aber Luigi scheint auch nicht unser Hauptgegner zu sein. Es ist Peach oder Yoshi. Und jetzt sind wir in Tic-Tac-Trauma. Die 14. Welt in Super Mario 64. Ich mag die Welt nicht in Mario 64. Ich krieg da sehr schlimme Flashbacks, wenn ich dran zurückdenke. Jeder, der mein 3D All-Stars Let's Play gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Peach wollte mich gerade wegbomben, da habe ich sie gerade mal schön mit dem roten Panzer abgeknallt. Yoshi ist in mich reingefahren, super, besser kann es gar nicht laufen. Nein, das riskiere ich nicht, ich wäre da volle Kanne reingefahren. Und hier, zack. So, hier ist zu empfehlen, dass ihr immer auf die Seite fahrt, wo halt, ja, wie soll man das sagen, wo es sich halt hindreht, ne? Weil sonst fahrt ihr ja gegen den Strom so gesehen und dann kommt ihr nicht voran. Auch hier rechts geht's nach unten, links geht's hier nach oben. Da kann man dann viel, viel mehr Geschwindigkeit aufbauen und schneller nach vorne. So, die Fake-Item-Box lege ich mal genau dahin, wo die normalen Item-Boxen sind. Hier bei der Uhr muss man aufpassen, dass man da nicht gegenfährt. Vor allem, wenn da ein Beschleunigungsstreifen ist und ihr seid auf dem Beschleunigungsstreifen, ihr fahrt gegen die Uhr, gegen den Zeiger und dann, nachdem ihr dagegen gefahren seid, dann fahrt ihr wieder dagegen, weil ihr auf einem Beschleunigungsstreifen seid und dann wieder und dann kommt ihr gar nicht mehr vom Fleck. Das habe ich als Kind einfach mal just for fun immer gemacht. Und da darf ich nicht driften, weil ich baller dann da immer voll gegen die Wand. Also ich muss sagen, bisher läuft's mit Waluigi. Es ist sehr überraschend, weil bei meinen ersten zwei Aufnahmen, einmal bin ich Siebter geworden. Selbst die Items konnten mir da nicht mehr helfen, wenn die Steuerung nicht funktioniert. Und beim anderen habe ich mitten im Rennen einfach abgebrochen, weil es ging halt nicht. Aktuell funktioniert mein Gamepad wieder. Ich hoffe, das bleibt für den Rest des Let's Plays noch. So, jetzt bin ich falsch gegangen. Jetzt bin ich kurz gegen den Strom gefahren, aber das ist nicht schlimm. Wir gucken auf die große Map. Ja, Yoshi ist zwar noch, ich würde nicht sagen nah dran, aber wenn wir jetzt nicht Gas geben, dann kommt er auf jeden Fall. Aber ja, das haben wir locker gewonnen. Das haben wir locker gewonnen. Da kann mich selbst der Blitz und der rote Panzer nicht aufhalten. Und jetzt zeige ich euch mal das hier. Seht ihr, wie lange das dauert, wenn man gegen den Strom fährt? Da muss man echt aufpassen. Und hier nochmal runterspringen, einfach weil wir cool sind. Ja. Ich weiß, meine Laune könnte sich vielleicht so ein bisschen so mehr anhören. Ich war gerade eben echt so gehypt, endlich mal wieder Mario Kart DS zu spielen. Aber diese zwei Aufnahmen gerade eben, die haben mich so angekotzt, dass mein Gamepad nicht funktioniert. Dass ich jetzt ein bisschen angepisst bin, das hört man an meiner Stimme. Deswegen tut mir leid, dass ich gerade nicht so Feuer und Flamme bin, wie ich es sonst immer bin. Und Schnellstart. Ja, ich musste wieder kurz vom Gas gehen. Sonst wäre es wieder ein Fehlstart geworden. Ja, Marios Piste. Diese Strecke haben wir letztens im Booster-Kurs-Pass für Mario Kart 8 bekommen. Wann immer ich über Mario Kart 8 rede, bin ich einfach nicht glücklich, deswegen ich höre einfach auf, drüber zu sprechen. Ja, ich bin einer der wenigen, die Mario Kart 8 nicht mögen. Beziehungsweise, ich mochte Mario Kart 8. Aber einfach der Fakt, dass das Game schon über 10 Jahre läuft, irgendwie, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Spielen kann ich es auch nicht mehr, es ist einfach nur noch langweilig für mich. Deswegen ist es schön, auch ältere Mario Kart Teile mal wieder zu spielen. Wie zum Beispiel Mario Kart DS. Das macht mir sehr viel Spaß, wenn die Steuerung natürlich ordentlich funktioniert. Aber ich kann mich jetzt nicht beschweren. Aktuell läuft's. Zum Glück. Ja, aber noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn es direkt im ersten Versuch geklappt hätte und nicht im dritten. Dann wäre auch meine Laune etwas besser. Aber kann man jetzt nicht ändern, ne? Peach, treffen! Oh, sie ist genau in dem Moment abgebogen, wo der Panzer sie getroffen hätte. Und ich habe jemand anderen getroffen damit. So, die beiden Panzer schmeiße ich mal so weg. Vielleicht trifft er ja irgendwas. Ich habe das Gefühl, die grünen Panzer sind richtig langsam in diesem Spiel. Drei Pilze habe ich. Kann ich mal so schön ein bisschen abkürzen. Und dann einmal hier über den Sand. So, nicht in meine eigene Fakebox reinfahren. Und dann hier ein neues Item mitnehmen. Ja, in den anderen beiden Strecken hatten wir einen guten Vorsprung, aber hier wird es ein bisschen knapper. Ich habe mich auch in der letzten Runde hier von der Flamme treffen lassen. Ich habe drei Bananen, damit kann ich auf jeden Fall was anfangen.
Wenn man mit dem Touchscreen arbeitet, dann kann man natürlich noch besser die Items in die Fresse der Gegner reinballern. Wie zum Beispiel der Peach, jetzt diesen Fake-Item-Box. Yeah, super. Damit habe ich Peach auf jeden Fall schon mal ausgeschaltet. Die kommt erstmal nicht. Jetzt haben wir noch Yoshi als Gegner. Aber den haben wir auch abgehängt. Der kommt nicht her. Zack. Erster. Sehr gut. Dreimal hintereinander Erster geworden, glaube ich. Ja, bei Waluigi läuft heute. Für euch läuft bei Waluigi, für mich nicht. Das ist ja, wie gesagt, der dritte Versuch. Das habe ich jetzt auch schon irgendwie 80 Mal erwähnt, weil ich nicht weiß, was ich reden soll und weil ich angepisst bin. Egal, die fliegende Festung, Leute. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken in All of Mario Kart. Like, von allen Mario Kart-Titeln ist das eine der Strecken, die ganz oben sind. Diese Strecke ist einfach bombastisch. So, natürlich musste ich jetzt in der letzten Strecke einen Fehlstart reinhauen. Hier, der Anfang ist ziemlich cool, da kommen gleich Kugelwillis von vorne. Und dann fährt man in den, in das Flugzeug. Flugzeug sage ich, Airship. Oh Mann! Ihr wisst schon, was ich meine. Was heißt ein Airship? Luftschiff, meine Güte. Ich habe gerade echt lange gebraucht, Airship ins Deutsche zu übersetzen, weil mein Gehirn gerade nicht funktioniert. Ich habe einen Kettenhund. Das ist kein Kettenhund, das ist ein Kugelwilli. Oh Mann. Das passiert halt, wenn man 5 Millionen Mal aufnehmen muss und die Steuerung nicht funktioniert. Ja, ich schieb das jetzt volle Kanne auf die Steuerung. Ja, der Kugelwilli hat nicht lange gehalten. Und ich habe Toad brutal runtergeschubst. Ich muss nach vorne. Mann, dann bin ich in den ersten drei Strecken die ganze Zeit Erster, ja? Und die Wahrscheinlichkeit auf einen besseren Rang als Rang B ist da. Und dann muss ich in der letzten Strecke so eine Scheiße bauen hier. Und das kann ich nicht auf die Steuerung schieben, weil aktuell funktioniert alles. Ich muss jetzt echt nach vorne. Ich brauche gute Items, Mann. Ich kann mit diesem roten Panzer gerade nichts anfangen. Ich guck mal auf die große Map. Ja, die sind jetzt beide genau unter mir. Oh, der Drift. Neues Item mitnehmen und ich schmeiß den roten Panzer mal, um wenigstens einen von den beiden da vorne mal abzuholen. Ich warte mit dem zweiten roten Panzer, bis der trifft. Und jetzt kann man werfen. Genau, jetzt habe ich Peach getroffen. Und jetzt nochmal bitte. Gut. Gut, Peach haben wir rangeholt. Aber Yoshi ist weg. Ich denke nicht, dass ich Yoshi noch überholen werde. Obwohl, der ist doch da vorne. Der ist doch da vorne. Ja. Geht mal alle weg hier, ey. Oh nein, ich habe einfach grüne Panzer random in den Raum geschmissen. Aber zum Glück ist nichts schief gelaufen. Geh weg. Okay, den habe ich weggekickt. Wir haben noch einen Pilz. Wir haben noch einen Pilz. Wenn jetzt kein Blitz oder so kommt, dann kann ich den ersten Platz festigen. Oh, hier, der Drift ist ein bisschen ekelhaft. Am besten einfach nur springen. Was hat Peach für ein Item? Auch ein Pilz. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ich habe meinen noch nicht gedrückt. Und jetzt sind wir erst da. Komm, das muss ein besserer Rang als B sein. Zumal wir, ich glaube, wir sind noch nie in einem Part viermal Erster geworden, oder? Dann ist das erste Mal. Also muss, das muss ein besserer Rang sein als B. Wenn das jetzt auch ein B-Rang ist, dann fühle ich mich verarscht. Das hatten wir ja schon mal in Mario Kart Super Circuit. Ich bin richtig gut gefahren. Dann hatten wir am Ende irgendwie, keine Ahnung, C-Rang oder B-Rang. Und ich so, was ist das denn für eine Verarsche? So, was habe ich jetzt für einen Rang erreicht? Ich tippe auf Stern. Ja, ein Sternrang. Ja, Mann. Oh, im Sterncup ein Sternrang. Nice. Vielleicht haben die zwei Aufnahmen vorher extra nicht, vielleicht hat da meine Steuerung extra nicht funktioniert. Weil das Schicksal wusste, dass ich keinen Sternrang erreichen werde. Und das Schicksal wollte, dass ich einen Sternrang erreiche. Deswegen musste ich resetten zweimal. Kann ja möglich sein, wir wissen es nicht. Und jetzt haben wir den Spezialcup freigeschaltet. Aber den gucken wir uns dann in den nächsten Parts an. In drei Folgen. In Part 8 gucken wir uns den Spezialcup an. Im nächsten Part gibt es erstmal den Blood Cup. Ich freue mich drauf. Wenn ihr euch drauf freut, dann ja, freut es mich, dass ihr euch drauf freut. Ich freue mich nämlich genauso. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder bei Mario Kart DS. Die heutige Folge war ein bisschen Stress für mich. Tut mir leid wegen meiner Laune. Aber ja. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder bei Mario Kart DS. Bleibt clean. Until next time. Habt eine wunderschöne Zeit. Und bye-bye.